einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn sehr herzlich einen Mann begrüßen, der bei seinem letzten Besuch hier das Kunststück fertiggebracht hat, sein ganzes Leben auf eine so kurze Formel zu bringen, dass das ganze Studio begeistert applaudiert hat. Und der Satz lautete: Augen zu, CDU. Daran haben wir uns erinnert, als es jetzt um die Frage ging, wer uns wirklich mal erklären kann, was da in seiner alten Partei gerade vor sich geht. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Dieser Mann war 16 Jahre lang Minister unter Kohl, 28 Jahre lang Bundestagsabgeordneter, seit 68 Jahren Mitglied der CDU und ist einer von ganz wenigen, die alle 7 Parteivorsitzenden erlebt haben. Und wenn man diese Zahlen hört, muss man sagen, er hat sich fantastisch gehalten. Man sieht ihm seine 112 nicht an. Herzlich willkommen, Norbert Blüm, freue mich sehr. Schön, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Ja, dann das erste Mal eine Frau bei uns, die vor kurzem ein sehr lesenswertes Buch über eine mögliche kommende deutsche Kanzlerin veröffentlicht hat, nämlich über Annegret Kramp-Karrenbauer. Seit 16 Jahren schon fast blümeske Dimensionen verfolgt sie das Berliner Geschehen aus der ersten Reihe, hat die Kanzlerin auf vielen Reisen begleitet und das erste Interview mit Friedrich Merz ergattert, als er aus dem Hut des großen Zauberers Wolfgang Schäuble sprang. Wann geht dieser Machtkampf aus? Das fragen wir Eva Quadbeck. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Danke. Ja, aber nicht nur über Politik wollen wir heute sprechen, sondern freuen uns außerdem auf 2 echte Weltstars. Der eine hat es mal aus Marzahn direkt auf den Titel der New York Times geschafft als Princess of Plattenbau. Damals trug sie noch Perücke und rosafarbene Jogginganzüge und sie hat mal erzählt, dass es tatsächlich diese Sendung war, die unter anderem dazu geführt hat, dass sie das nicht mehr tut. Mit anderen Worten, wir haben Deutschland zumindest von einem Jogginganzug befreit. Wir wissen aber, dass noch viel Arbeit vor uns liegt. Viel wichtiger aber ist die Frage, warum hat sie diesen Jogger so lange und so demonstrativ getragen? Und die Antwort gibt sie jetzt in einem sehr, sehr schönen Buch. Sie legt ihre Biografie vor und gibt es gerne zu, Ilka, du hast mich damit wirklich gekriegt, denn wer das liest, versteht, dieser Jogginganzug, diese Figur, das war ein Zufluchtsort. Herzlich willkommen, Ilka Bessin. Freue mich sehr. Schön, dass du heute bei uns bist. Vielen Dank. Ja, und dann ein Mann bei uns, der weltweit verehrt wird, weil er zweifellos zu den talentiertesten seines Fachs gehört. Seine Kunst besteht darin, wirklich so zu spielen, wie es ein Kritiker mal formuliert hat. Man hat immer das Gefühl, dass sich in seinem Kopf eine Menge Fragen auftürmen. Und das stimmt tatsächlich. Keiner ist so genial darin, so zu tun, als sei er gerade auf der Durchreise, muss aber vorher noch kurz die Welt retten. Und die vielleicht berühmteste Szene dazu ist genau die, schauen Sie mal. Ja, und die, ja, Sie klatschen zurecht. Und die andere. So, stopp. Wir sind noch nicht fertig. Die andere Szene gehört zu einem Film, der Menschen meiner Generation einen größeren Teil ihrer Pubertät vermiest hat, weil wir uns bei jedem neuen Haar, das aus unseren Körpern wuchs, hektisch die Frage gestellt haben, ist das noch ein normaler Behaarungsvorgang oder ist dieses Haar ein bisschen zu dick und ein bisschen zu borstig? Und das lag an dieser Szene. Schauen Sie mal. Ja, ein Ausschnitt aus Die Fliege, der vor allem zeigt, was dieser Mann kann, der heute bei uns ist, was er aber noch kann, nämlich mit seinen Händen, genauer mit seinen Fingern, das war mir bis heute nicht klar. Er ist ein großartiger Klavierspieler und wird heute vielleicht für uns spielen. Hier ist Jeff Goldblum, herzlich willkommen in der Sendung. Freue mich sehr. Boah. Kennst du diese Szene? Boah. Wer hier in der Runde kennt diese Szene aus Die Fliege? Ich kenne den Film nicht, aber ich finde es an sich schon. Es tut mir, I'm so sorry. Oh my God. Ich habe den Film nicht gesehen, wahrscheinlich, weil ich auch noch zu jung bin. Ich bin ja erst 21. Ja. Deswegen durfte ich diesen Film leider. Nee, wir machen es anders. Ich komme aus der ehemaligen DDR. Bei uns gab es diesen Film nicht. Ja.
War nicht alles schlecht in der DDR, wie wir gerade merken. Ja. Ja. Und ich kannte natürlich Jurassic Park großartig. Es ist immer wieder toll, auch mal ja, einfach so Stars kennenzulernen. Natürlich auch Sie, ganz klar. Ja, aber es ist schon, Herr Blüm, wir beide kennen uns ja jetzt schon ein paar Jahre. Alles Paar. Aber, ich finde es großartig, dass er heute bei uns ist. Jeff Goldblum, ja. Norbert Blüm. Also mehr geht nicht. Und Frau Quadbeck selbstverständlich. Ja. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, diese ekligen Haare, die da gerade rausgewachsen sind, da musste ich an Helmut Kohl denken, von dem der schöne Satz stammt, wenn der Blüm rote Flecken im Gesicht kriegt und sich die Haare rauft, dann muss man aufpassen, dann wird es gefährlich. Ja, mit dem Haare raufen habe ich gewisse Schwierigkeiten. Ja, mittlerweile, ja. Aber die Geschichte stimmt, ja? Die Geschichte stimmt, ja. Wenn es ernst wird, dann geht's zur Sache. Zieh dich warm an. So. Und ich freue mich sehr, dass das heute geklappt hat mit dem Besuch und mit der Einladung, weil wir natürlich wissen wollen, was geht da gerade vor sich in der CDU und wie gefällt Ihnen gerade Ihre CDU, Ihre alte Partei? Ist ja richtig Demokratie ausgebrochen. Was ist denn da los? Ach so, also es war ja nicht früher Diktatur, also machen wir langsam. Wir hatten schon mehr Kampfabstimmungen um Vorsitzenden. Kohl-Barzel war eine große Kampfabstimmung. Aber in der Tat, ich habe ja auch nichts dagegen, wenn Leben in der Bude ist und wenn um den Vorsitz gekämpft wird. Das finde ich urdemokratisch und kein Schwächezeichen. Sie waren bei der Regionalkonferenz, ne, bei der sogenannten, Frau Quadbeck. Wie haben Sie das denn da erlebt in Lübeck? Was war das für eine Atmosphäre? Also man hat da eigentlich mehr oder weniger eine entfesselte Parteibasis erlebt, die so richtig auflebte. Dass also wenn ich das Foto sehe, entfesselt und ekstatisch, ist anders, würde ich sagen. Aber ich sag ja Parteibasis. Das, okay. ist ja nicht die Basis, aber die Leute, die im Raum saßen, die waren schwer begeistert, dass sie überhaupt die Wahl haben. Weil man muss ja mal auf diese Partei blicken. Die ist als Kanzlerwahlverein 10 Jahre lang verschrien gewesen. Das war die Partei, die Einschläferung des politischen Gegners als Wahlkampfstrategie, als erfolgreiche Wahlkampfstrategie erfunden hat, die sich wirklich in jedes Argument der Alternativlosigkeit gefunden hat. Und jetzt plötzlich steht sie da und hat 3 Kandidaten zur Auswahl, die alle Parteichef werden könnten. Und da an der Basis habe ich vor allen Dingen Leute erlebt, die zuhören wollten, die wirklich erfahren wollten, was sind das für Leute. Manche waren vorher schon entschieden. Interessanterweise waren die Leute nach der Veranstaltung sehr viel weniger entschlossen als vorher. Also hinterher haben die dann oft gesagt, nee, jetzt muss ich doch noch mal nachdenken. Also die waren alle 3 gut. Wo kippte das vorher so hin? Gab es da Tendenzen? Also die Tendenz war schon eindeutig Friedrich Merz. Also der ist so jetzt auch als neuer Heiland teilweise an der Basis gefeiert worden. Es gibt auch so einen richtigen Hype um ihn. Es gibt Leute, die sagen, ja, endlich mal was ganz anderes als Merkel. Also das löst er auf jeden Fall bei den Mitgliedern aus. Ja. Aber auch so eine ganze Menge Frauen im Saal, die sagen, wir lassen uns das hier nicht vorschreiben von den Männern. Also das ist auch so eine Mann-Frau-Geschichte in der Union, die gesagt haben, ganz eindeutig für AKK. Die wenigsten Zustimmung, sehr eindeutig, bekam Spahn sowohl vor der Veranstaltung wie auch danach. Okay, aber auch ihn sollte man, glaube ich, nicht abschreiben. Ne? Wie fanden Sie denn so seine Vorstöße jetzt, gerade in den letzten Tagen? Da geht ja einer sehr, sehr direkt rein in die ganze Geschichte. Ne? Also den sollte man ganz und gar nicht abschreiben. Im Berliner Regierungsviertel war schon gemunkelt worden, möglicherweise zieht er ja kurz vom Parteitag zurück. Mhm. Das halte ich für eher unwahrscheinlich. Der hat durchaus seinen Rhythmus jetzt schon gefunden bei den Regionalkonferenzen. Mhm. Der geht auf Angriff. Mhm. Und ich glaube, da hat er auch seine Nische gefunden, weil er sagt sich, er ist ohnehin nicht besonders beliebt. Ja. Vielleicht auch alter Sponti-Spruch aus den 68er Jahren, du hast keine Chance, also nutze sie. Und genauso tritt er auf. Und er hat interessanterweise in dem Saal auch gar nicht so viel weniger Applaus bekommen als die anderen. Nichtsdestotrotz haben die Leute hinterher gesagt, er ist trotzdem nicht mein Kandidat. Ich halte seine Strategie aber für clever, dass er jetzt sehr stark so ein Konterpart auch zu den anderen beiden bildet. Beispielsweise ja diese Debatte aufgemacht hat um den UN-Migrationspakt. Zum Beispiel. Herr Blüm, 68 Jahre waren Sie in diesem Kanzlerwahlverein, wie wir gerade gehört haben. Wen würden Sie denn wählen von den 3, die da sitzen gerade? Anke Gramm-Karrenbauer. Annegret. Annegret, ja. Also Sie AKK. Sollten den Namen Ihrer Kandidatinnen schon kennen. Ja, das ist wichtig. AKK, ja. Annegret Kramp-Karrenbauer. Ja. Stell mir gerade vor, wie Jeff Goldblum Annegret Kramp-Karrenbauer ausspricht. Aber das wollen wir heute Abend lieber nicht probieren. Ja. Ja. Annegret. Okay, sehr gerne. Annegret. Kramp-Karrenbauer. Karrenbauer. Ja. Karrenbauer. Karrenbauer. Ja. Karrenbauer. Annegret Kramp-Karrenbauer. Schön. Was überzeugt Sie nicht an Friedrich Merz? Gibt es ja einen richtigen Hype um den? Ja, um es kurz zu machen, der ist mir zu nah an der Finanzwirtschaft. Ich will ausdrücklich sagen, Finanzwirtschaft, nicht Unternehmen. Denn ich glaube, es ist ebenso
legitim gewerkschaftsnah wie unternehmensnah zu sein. Mhm. Ein Unterschied sind diese Monster, diese Finanzmonster. Und BlackRock ist ein Finanzmonster. Das ist die größte Vermögensverwaltung in der Welt. Über 6 Billionen Vermögen verwalten die. Das ist doppelt so viel wie das deutsche, oder fast doppelt so viel wie das deutsche Sozialprodukt. Also was in 2 Jahren bei uns hergestellt wird. Das ist fast 20 Mal so viel wie der deutsche Haushalt insgesamt. Und da muss ich sagen, das sind diejenigen, diese Finanzwirtschaft, die führt die Politik am Nasenring durch die Welt. Die machen, was sie wollen. Die sind inzwischen die Herrscher der Welt. Und da muss gegengehalten werden. Im Übrigen bin ich ganz sicher. Friedrich Merz, ja. Ja. Jetzt ist Friedrich Merz nicht diese Firma, das weiß ich auch. Aber ich sage Ludwig Erhard, da bin ich sicher, wäre nie in einen Aufsichtsrat von BlackRock gegangen. Und zwar aus einem angeborenen Misstrauen des Marktwirtschaftlers gegen Machtzusammenballung. Gegen Monopole. Ja, es gibt einen schönen Aufsatz von ihm, 49. Die unternehmerische Planwirtschaft ist so verwerflich wie die behördliche Zwangswirtschaft. Der hatte nicht gern die Übermacht von großen Betrieben, die anderen erdrücken. Deswegen Kartellgesetzgebung. Mit großer Anstrengung durchgesetzt. Aber das ist natürlich nur ein nationales Instrument. Mhm. Wir brauchen inzwischen Machtverteilung auf der Erde. Wir haben kein Gegengewicht gegen diese Finanzkolosse. Monster hat sie Köhler genannt. Und da möchte ich, dass meine Partei auf der Marktwelt, also ganz im Sinne von Ludwig Erhard, das ist gar keine extreme oder gar keine linke Position. Die Marktwirtschaft lebt davon, dass keiner so mächtig wird, dass er nicht andere fürchten muss. Die Marktwirtschaft lebt vom Wettbewerb. Trotzdem, er sagt, das ist ein Vermögensverwalter. Also es war der Versuch, das auch ein bisschen harmlos klingen zu lassen. Klang ja ein bisschen wie ein sympathischer kleiner Bausparverein. Das ist es natürlich nicht. Ne? Also der sitzt in allen DAX-Unternehmen, in den Aufsichtsräten, in allen großen Firmen der Welt. Die Vorstände, die Karriere machen wollen, müssen sehen, dass sie sich mit ihm gut stellen. Denn bei der Deutschen Bank soll er mitgeholfen haben, Vorstand auszuwechseln. Das führt auch dazu, dass viele, die in der Wirtschaft bestimmen, Ausschau halten, ob sie gut Wetter bei BlackRock haben. Das habe ich nicht gern. Ich habe es nicht gern. Ich habe auch nicht gern, dass Herr Merz seinen Wahlkampf jetzt von einem Unternehmensberater machen lässt. Die Politiker brauchen eine gewisse Unabhängigkeit gegenüber Gewerkschaften wie Unternehmen, wir. Also eine gewisse Selbstständigkeit. Ich habe nicht gern, wenn irgendjemand in die Gefahr gerät, dass er der verlängerte Arm eines Interessenverbandes ist. Auch wieder ganz im Sinne von Ludwig Erhard. Aber es ist doch gut, wenn da jetzt endlich mal einer ist, der zum Beispiel finanziell unabhängig ist. Dagegen habe ich nicht. Ich habe auch nichts dagegen. Im Übrigen, dass jemand wechselt zwischen Parlament oder Partei und Wirtschaft, das finde ich sogar, also großen Respekt, ist kein Manko für Merz. Ich würde mir sogar wünschen, dass mehr Politiker wechseln würden. Ich würde mir wünschen, dass bevor einer ins Parlament kommt, erst mal ein paar Jahre im Beruf sich bewährt hat. Also diese anders als in Spahn zum Beispiel, ja? Diesen Wechsel zwischen Wirtschaft und Okay, das Politik ist nicht Ihr Punkt. Aber, nein, aber der Punkt, große Finanzdienstleister ist sozusagen Ihr Thema. Ja? Sie haben es Monster genannt. Es gibt noch einen dritten Punkt. Ich glaube, dass Vergangenheit wie dann auch Zukunft vielleicht bei einem Parteivorsitzenden Merz, dann haben wir dann 2 Bundeskanzler. Einer, der es gleich werden will, und der Rande ist Bundeskanzler. Und wir leben in einer Zeit, wo wir uns solche Spiele nicht leisten. Im Übrigen, wie meinen Sie das? Ja, der Merz wird mit den, der Merz und die Frau Merkel sind nicht geborene Freunde. Und der Merz hat auch einen ganz anderen Politstil. Im Übrigen schätze ich den Politikstil von Frau Merkel sehr, obwohl ich dazu weniger Begabung habe als sie, nämlich große Gelassenheit. Und wir haben in einer Welt, in der diese Kraftmeier, Trump, dieser Revolverheld in Brasilien, der Erdogan, wo lauter so Männer da ihre Kraftmeierei machen, tut uns eine Politik mit einer gewissen Gelassenheit sehr gut. Mein Großvater hat gesagt, in der Ruhe liegt die Kraft. Wenn es turbulent wird, musst du ganz ruhig werden. Deshalb schätze ich
die Gelassenheit, die sachbezogene Gelassenheit von Frau Merkel. Aber Frau Quadbeck sagt da natürlich, also ich meine, Gelassenheit ist immer, ist ein schmaler Grat zwischen Gelassenheit und Narkose, ne? Mhm, genau. Ja, aber da würde ich sagen, kann, also Narkose, es war keine Narkose, die Flüchtlinge reinzulassen, aber wie wir sehen, das Gegenteil davon. Und da verteidige ich sie auch, da will ich gegenüber Merz sagen, was ist der Markenkern der CDU? Das kann ich Ihnen sagen. Der Markenkern der CDU ist Barmherzigkeit, damit das mal niemand vergisst. Wir sind eine christliche Partei. Und wenn jemand in Not ist, wird er nicht absaugen lassen. Diese Debatte, Frau Quadbeck, um Friedrich Merz, auch um das Gehalt zum Beispiel, die Frage, wie viel verdient einer, ja, welchen Einfluss hat einer. Wie haben Sie das wahrgenommen? Ist das eine typisch deutsche Diskussion, auch weil Jeff Goldblum heute hier ist? Da wird ja um solche Gehälter eigentlich nicht so eine Debatte entfacht. Nee, im Gegenteil. Also Trump konnte ja im Wahlkampf sogar damit reüssieren, wie reich er geworden ist. Und das ist für die Amerikaner durchaus ein Grund, warum man jemanden wählt. Weil man sagt, der hat es geschafft. Ne? Und wenn der so viel Geld verdienen kann, dann kann der möglicherweise auch in Land steuern. So denken manche Wähler. So. Und in Deutschland, da formuliert, glaube ich, Herr Blüm schon recht zielgenau, wie da so Anhänger einer Volkspartei ticken. Denen ist das eher suspekt, wenn jemand wirklich in der Hochfinanz sein Geld verdient. Also egal, das Geld, bin ich suspekt. Geld, also Geld, verdienen an sich, ich nicht. Geld verdienen an sich ist nicht suspekt, aber so in einem so großen Finanzkonzern, in dem der Normalbürger überhaupt nicht durchschauen kann, wo hat er denn überall seine Finger drin. Und dann gibt es sicherlich hierzulande auch häufiger schon auch so eine Neiddebatte, ist denn jemand, der Millionen verdient hat, überhaupt noch einer von uns? Und das ist für einen Anführer einer Volkspartei immer ganz wichtig. War das ein tödlicher oder ein gefährlicher Satz, sagen wir so, ich gehöre zur oberen Mittelschicht? Ja, das war meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Fehler, weil er gehört nicht zur oberen Mittelschicht. Er kommt aus der oberen Mittelschicht. Er kommt aus einer sauerländischen Juristenfamilie. In seiner Ahnengalerie gibt es Bürgermeister und Richter. Und das ist die gehobene Mittelschicht. Und ökonomisch gehört er inzwischen natürlich zur Oberschicht. Also wenn man Einkommensmillionär ist, er sagt ungefähr 1 Million pro Jahr brutto, versteuert ja auch der Mann, dann ist er natürlich, gehört er nicht zu gehobenen Mittelschicht, auf jeden Fall muss man das so sagen. Ja, aber davon, also von der Lohnsteuerkarte wird ich nicht abhängig machen. Es geht mir um Machtfragen. Es geht, Goldman Sachs stellt den, hat zeitweise den amerikanischen Finanzminister gestellt. Ja, lange Zeit. Lange Zeit. Sind also unter verschiedenen Präsidenten. Ja, natürlich. Auch, ja. Und da wird es bei mir kritisch, dass die Politik da in unausgesprochenen Abhängigkeiten gehört, gerade von denjenigen, die die Politik bändigen müssen. Das sind ja gerade diejenigen, die wir in Schach halten müssen. Also kann ihm das auf die Füße fallen, Frau Quadbeck? Ja, also er fühlt sich halt mentalitätsmäßig der Mittelschicht zugehörig. Und das kann ja sogar sein, dass er sagt, ich komme daher. Das habe ich so mit der Muttermilch aufgesogen, dass ich zur Mittelschicht gehöre. Und in seiner Mentalität fühlt er sich noch dazu zugehörig. Aber das ist bei den Leuten natürlich ganz komisch angekommen, wenn einer, der Millionen verdient, sagt, ich gehöre zur Mittelschicht. Besser wäre es gewesen, wenn er ein bisschen Empathie gezeigt hätte für diejenigen, die zwischen 2000 und meinetwegen 5.000 bis 6.000 Euro im Monat zur Verfügung haben und damit hinkommen müssen. Aber nichtsdestotrotz, da ist jemand, der, ich kann mich manchmal auch wieder nicht zu kurz springen, also da ist einer, der es geschafft hat, auch in der freien Wirtschaft wirklich zu reüssieren, wirklich erfolgreich zu sein, der sein eigenes Geld verdient hat, der nicht als Mandatsträger von Diäten oder was auch immer abhängig war oder Pensionen, sondern der da wirklich auch Dinge versteht, der auch größere Zusammenhänge möglicherweise durchschaut und der vielleicht genau deswegen auch weiß, an welcher Stelle man ansetzen muss, wenn man bestimmte Fehlentwicklungen zu korrigieren hat. Das ist sicherlich immer hilfreich, wenn man Systeme von der Adlerperspektive aus betrachten kann und sie durchschaut und dann auch weiß, welche Mechanismen man in Gang setzen muss, um bestimmte Dinge zu erreichen. Aber das lernt natürlich jemand, der ein Ministerium geführt hat, wie beispielsweise Jens Spahn oder auch wenn es nur ein kleines Bundesland ist, aber immerhin ein Bundesland regiert hat, lernt so jemand natürlich auch. Wie Annegret Kramp-Karrenbauer. Genau. Ich meine, ich will ja hier nicht da nur als Andi Merz Kämpfer auftreten, sondern ich bin einer, der für die AKK ist. Und zwar warum? Bei mir hat die Frau ungeheuer Pluspunkte gesammelt, dass sie ein Ministerpräsidentenamt aufgegeben hat zugunsten eines Generalsekretäramtes. Mhm. Ich meine, der Ministerpräsident, das ist ein weicher Sessel und der Generalsekretär ist ein ganz harter Stuhl. Und wo gibt es das noch, dass jemand ein Staatsamt zugunsten der viel geschmähten Parteien, die haben ja kein hohes Ansehen, dass er das gemacht hat, zeigt mir, dass er eine innerliche Stärke und Unabhängigkeit hat. Und es bleibt mir auch sympathisch, dass sie im Grunde
dem Politikstil von Merkel näher kommt als diesen Kraftmeiereien, die die Welt beunruhigt. Sie sagen das die ganze Zeit, Sie deuten auch Dinge an, also Kraftmeierei. Das klang eben gerade wie ein Rückspiel, das da gerade stattfindet. Ist das von mir ein Rückspiel? Ja, also in Bezug auf Merz. Wenn Sie sagen, das Verhältnis auch zu Merkel zum Beispiel. Ich denke dann den Leipziger Parteitag 2003. Das war ein Parteitag. Kopfpauschalen-Parteitag, ja. Der Kopfpauschalen-Parteitag. Muss auch einmal kurz erzählen, der hat damals die CDU sozusagen ein knallhartes neoliberales Programm verabschiedet. Ja. Und Sie, Herr Blüm, haben damals gesagt, sinngemäß, ich war sehr einsam auf diesem Parteitag. Ja. Im Grunde hat keine Sau mal mit mir gesprochen. Das war, ich meine, ich weiß nicht, wie viel Stimmen, 800 Ja und 5 Nein. Also ich war einer der 5. Da bin ich anschließend durch den Parteitag gegangen, als hätte ich Lepra. Also da wollte keiner mehr mit mir. Und in der Tat, ich bin ja kein geborener Merkel-Anhänger. Ich bin nicht Mitglied des Fanclubs. Die Frau hat bei mir gewonnen, weil sie in der Flüchtlingsfrage so gestanden hat, wie sie gestanden hat. Fast gegen den Rest der Welt. Und da habe ich großen Respekt vor ihr. Dass die Probleme aufgetaucht sind, hängt auch damit zusammen, dass Europa versagt hat. So wie wir früher die Italiener allein gelassen haben, so lässt uns jetzt Europa allein. Wenn Europa nur Banken retten kann, wenn die 27 Staatschefs nur kommen, um Geld abzuholen, die kommen mir vor wie so Skatbrüder, die um Subventionen spielen. Wenn die nicht Menschen retten können, dann brauchen sie auch keine Banken zu retten. Dann schließen wir den Laden wegen Insolvenz. Immer noch leidenschaftlich, aber noch mal zurück zu diesem Rückspiel. Das würde mich interessieren. Herr Kopfleck, ist da noch eine Rechnung offen? Geht ja auch noch um die andere Frage. Angela Merkel wurde im Grunde von den Mitgliedern dieses legendären Antenpaktes, der mal so eine Art Geheimbund innerhalb der CDU war, ja, im Grunde dazu gebracht, zugunsten von Ebenhund Stoiber auf eine Kanzlerkandidatur zu verzichten. Und sie sagte damals den Satz, da gibt es ein paar sehr mächtige Männer, die werden das zu verhindern wissen. Ich habe im Moment gegen die keine Chance. Und einer von diesen Männern war Friedrich Merz. Ja, aber da kann man mal sehen, was für eine Strategin Merkel auch schon immer war und was Frau Kramp-Karrenbauer übrigens ist. Sie hat damals gesehen, dass sie keine Chancen hat, dass sie sich eine blutige Nase holen würde, sollte sie kandidieren wollen. Deshalb hat sie Stoiber die Kandidatur angeboten, hat aber ganz schlau dem Stoiber das Versprechen abgenommen, wenn du den Wahlkampf verlierst, dann werde ich nicht nur Parteichefin sein, sondern auch Fraktionschefin, weil meiner Meinung nach gehören beide Ämter in eine Hand. So, und dieser Fraktionschef war damals wer? Friedrich Merz. So. Ja. Und hätte er einfach. Was war eigentlich sein Ende in der Politik? Nach der Wahl hat Stoiber Wort gehalten. Merkel wurde Fraktionschefin und das war dann der Anfang vom Ende, vorläufigen Ende, wie wir heute wissen, von Friedrich Merz in der Politik. Er blieb zwar noch bis 2009 im Bundestag, aber er hat gelitten wie ein Hund. Er hatte damals auch nicht damit gerechnet, dass er tatsächlich als Fraktionschef aufhören muss. Und es ist so gekommen. Und wenn Sie fragen, ist noch da eine Rechnung offen? Natürlich ist noch eine Rechnung offen, weil das war eine Kränkung, die man nicht so einfach wegsteckt. Ja, obwohl ich sagen muss, wenn jemand da nicht mit einverstanden ist, muss er dagegen kandidieren. Ich meine, das sind alle so Helden nach Feierabend. Da müssen sie ihm. Wie wir heute wissen, ist die CDU da ja auch inzwischen einen Schritt weiter. Es gibt ja inzwischen Kampfkandidaturen in ihrer Partei. Da sind sie ja weitergekommen. Da ist auch richtig was passiert. Aber noch mal dieses Rückspiel, Herr Blüm. Welche Rolle spielt da Wolfgang Schäuble zum Beispiel? Plötzlich kommt Wolfgang Schäuble wieder um die Ecke sozusagen und sagt, pass mal auf, da habe ich jetzt noch mal einen Ass im Ärmel. Und das ist Friedrich Merz. Da dürfen Sie mich nicht fragen. Ich kenne. Sie kennen Wolfgang Schäuble nicht, wollten schon, Sie sagen. Aber doch. Ich weiß nicht, die ganze Feinheit. Wenn da großen Strippenzieher am Werk war, finde ich das nicht so schön. Ich habe das lieber auf offener Bühne. Ich habe nicht gern so in den Kulissen rumarbeiten. Aber das müssen Sie den Schäuble fragen. Ich frage aber Sie. Herr Blüm. Wenn da Strippen gezogen wurden und sozusagen Rückspiele stattgefunden haben, dann habe ich dafür keinen Respekt. Ich habe sonst für Gegenkandidaturen und Krach machen und Rebellion machen immer groß. Aber bitte auf dem offenen Spielfeld und nicht in den Kulissen. Aber hat nicht auch Wolfgang Schäuble da noch eine offene Rechnung? Ja, das sind doch keine politischen Kategorien. Aber wenn ich mal anfange, alle meine Rechnungen zu begleichen, dann gibt es niemanden mehr auf der Welt. Aber er hat doch seine offene Rechnung, ne?
Bitte? Er hat doch da eine offene Rechnung, Wolfgang Schäuble. Ja, dem hat die Merkel, um es in meiner plumpen Sprache zu sagen, mehrfach auf den Fuß getreten. Und das hat ihm sicher wehgetan. Und ich respektiere auch Wolfgang Schäuble, der aus meiner Sicht existenziell ja auch eine politische Leitfigur ist, der sein schweres Schicksal nicht wehleidig aufgenommen hat, sondern der seinen Dienst leistet. Und das hat er meinen großen Respekt. Wenn er in den Kulissen rumarbeitet, hat er nicht meinen großen Respekt. Der aber, würden Sie sagen, Wolfgang Schäuble, einfach von seiner Persönlichkeit, um das auch mal zu verstehen, der Grand Seigneur, der im Hintergrund sozusagen die Fäden zieht, ist Politik, gerade weil er dieses Schicksal hat, im Rollstuhl zu sitzen nach diesem Attentat, ist Politik für jemanden wie Wolfgang Schäuble noch mehr als für jeden anderen Berufspolitiker? Das ist eine sehr privat, fast intime Frage. Mit gewissem Zögern antworte ich mit Ja. Weil ich mich in seiner Situation versetze, auf dem Weg zum Kanzler wird er vor einem Attentat getroffen. Und das zu überstehen, ich meine nicht physisch zu überstehen, sondern psychisch zu überstehen und auch nicht auf Mittel. Ich meine, der Wolfgang Schäuble wird es nicht gern hören, wenn er so überredet. Der geht nicht auf Mitleidswanderung aus. Ich weiß, der ist sehr diszipliniert, der ist sehr diszipliniert, hart zu sich selbst. Ja. Sehr hart und hat deshalb nochmal meinen großen Respekt. Wenn allerdings für Strippen ziehen, habe ich keinen Respekt. Also an dem Punkt haben Sie für ihn keinen Respekt? Ja. Überhaupt habe ich für Strippenzieher. Ja, ich habe hab schon die Antwort bekommen. Danke, ja, die ich eigentlich brauchte. Spielt dabei auch eine Rolle, dass der andere zweite große Traum von Wolfgang Schäuble, nämlich Bundespräsident zu werden, auch von Angela Merkel verhindert wurde? Sie fragen mich dauernd so Fragen. Ich bin nicht Sigmund Freud, hören Sie mal. Nein, aber Sie sind seit 68 Jahren in der CDU. Ja, dass einem das nicht in den Kleidern hängen bleibt, dass das in den Kleidern hängen bleibt, umgekehrt, das glaube ich schon. Aber es ist keine politische Kategorie. Ich will noch mal sagen, wenn wir Politik auf der Ebene austragen, wer hatte mit wem Rechnungen, dann verlieren wir das, wofür wir Politik machen sollen. Nämlich nicht für unser privates Wohlbefinden, sondern das ist Dienst an der Gemeinschaft. Da kann ich nicht dauernd meine Befindlichkeiten da ins Spiel bringen. Wenn ich damit anfange, dann weine ich den Rest des Abends Ihnen was vor. Ist nur völlig uninteressant. Völlig uninteressant. Also, das wäre schon mal interessant, irgendwie, wenn Sie mal wirklich auspacken, Herr Blüm. Da würde ich auch da zuhören. Wir können auch 2 Stunden hier sitzen. Das wäre spannend. Aber heute Abend nicht. Heute Abend nicht, okay. Frau Quadbeck, Herr Blüm sagt zu Recht, das darf eigentlich keine Kategorie sein in der Politik. Ich frage mich, ob es möglicherweise doch eine ist. Rache, Joschka Fischer hat das mal gesagt, Rache wird kalt serviert. Und ich sage mal, dieses Gericht ist seit längerem abgestanden und kühl. Ich denke, dass Wolfgang Schäuble mehrere Gründe dafür hatte, warum er tatsächlich Merz mit, also er gehörte mit zu denen dazu, die Merz überzeugt haben, in die Politik zurückzukehren. Also es ist tatsächlich so, dass da viele Telefonate geführt worden sind und auch ausgelotet worden ist, welche Chancen Merz möglicherweise haben kann, wenn er eben in eine Kampfkandidatur geht, auch wann vielleicht der beste Zeitpunkt ist. Und man hat natürlich darauf gewartet, was macht Merkel, wie stark gerät sie da unter Druck. Schäuble hat ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Merkel. Auf der einen Seite schätzt er sie, er hat ihr wirklich ja auch loyal gedient. Er hat ihr in der Europakrise, in der Eurokrise geholfen, den deutschen Kurs in Europa durchzuziehen. Ja, da hat er für sie die Peitsche geschwungen an den Stellen, wo sie das dann nicht mehr machen musste. Aber es gibt auch immer mal wieder so Momente, wo sowas wie tatsächlich Verachtung oder Verächtlichkeit ihr gegenüber durchkommt. Und er hat auch Helmut Kohl am Ende gesehen und hat gesehen, wie es zu Ende gegangen ist und hat vielleicht auch gesagt, so soll es möglicherweise nicht mit Merkel zu Ende gehen und wir wollen auch nicht eine Partei in solcher Auflösung noch einmal erleben. Also das sind schon 2 Gründe. Und dann der 3. Grund, dass er auch ein sehr, sehr gutes politisches Gespür für das hat, was da an der Basis los war oder los ist. Und dass Merkel tatsächlich den Zeitpunkt verpassen könnte und dass man dann zu stark von den Ereignissen überrollt wird, dass die Regierung, sie hing ja 2-mal am seidenen Faden in diesem Jahr, im Juni und im September, und dass die Regierung dann einfach ungeordnet platzt. Und dann ist es doch viel besser, den Weg freizumachen für einen neuen
Parteichef. Und den Spahn kennt er ja gut genug. Es ist sehr interessant, dass er auch dem Spahn den Merz vorgesetzt hat. Ja. Und Kramp-Karrenbauer schätzt er so auf der gleichen Linie ein wie Merkel. Und da hat er gesagt, nein, die Partei soll jetzt was anderes haben. Also es ist eine politische Entscheidung, die aber natürlich auch sehr viele persönliche Aspekte hat. Das ist ja ganz interessant. Sie haben das Buch über Annegret Kramp-Karrenbauer gemacht, was ein sehr interessantes Buch ist, weil es viel davon erzählt, auch über dieses Missverständnis nach meinem Empfinden, dass es da immer so gibt. Das ist so eine Art sozusagen Ersatz-Merkel oder Mini-Merkel, wie es manchmal so ein bisschen verächtlich heißt. Ich finde, das trifft es überhaupt gar nicht. Sondern da ist jemand, der in vielen Positionen dezidiert anders ist, auch deutlich konservativer und der auch was riskiert. Der jetzt auch sagt, wenn das nicht klappt, dann höre ich auf mit Politik, dann mache ich irgendwas Wohltätiges, aber dann gehe ich sozusagen aus dem professionellen Politikbetrieb heraus. Wie finden Sie das? Ist das sozusagen ehrenhaft oder ist das etwas, von dem man sagt, das ist auch Erpressung, so könnte man es auch nennen? Also von solchen Klischees ist es ja unheimlich schwierig, immer sich zu befreien. Ja. Die Frau Kramp-Karrenbauer läuft mit dem Klischee rum, die Mini-Merkel zu sein, und Herr Merz läuft mit dem Klischee rum, der Anti-Merkel zu sein. Was auch nicht so ganz einfach ist, weil so richtig loslassen will die CDU von Merkel ja noch nicht. Ich finde, Sie haben gerade genau die richtigen Punkte genannt, wo sie sich unterscheidet. Sie ist näher dran am Markenkern der CDU, als es Merkel je war. Sie ist katholisch, sie ist eng verbunden mit der katholischen Soziallehre, sie ist im Westen sozialisiert und sie ist in gesellschaftspolitischen Fragen und vor allen Dingen auch in ethischen Fragen, also den großen Fragen von Leben und Tod, deutlich konservativer als Merkel. Was auch Homo-Ehe und so weiter. Was sich aus ihrem katholischen Glauben auch speist. Genau, da sind große Unterschiede und eben auch in der Mentalität. Sie ist eine, die beispielsweise im Karneval im Saarland immer als Putzfrau verkleidet auf die Bühne gegangen ist. Kann sich das jemand bei Merkel vorstellen? Eher nicht. Der Merz ist auch schon in Aachen aufgetreten. Ja, aber ich habe jetzt gerade die Unterschiede zwischen Merkel und Frau Kramp-Karrenbauer. Also, aber Frau Merkel ist also eine Antikarnevalistin, das kann man schon sagen. Wenn man die dann mal, wenn die Karnevalstruppen zu Besuch ins Kanzleramt kamen, dann sah sie nie so besonders fröhlich aus. Und Frau Kramp-Karrenbauer, die feiert da halt also mit. Die Begriffe Karneval und Karneval sehr schätze, aber eine Voraussetzung, Kanzler zu werden, ist es nicht. Nein, aber ich wollte nur den... Ja. Ich wollte nee, aber was Sie sagen wollen ist... Na ja. Nee, aber was Sie... Der Unterschied zu Merkel. Aber die Frage, da kommt wieder mehr Wärme sozusagen in die Partei, ist das? Sie ist eben auch eine Strategin. Sie ist sehr rational. Sie hat sicherlich mehr Humor und sie ist bodenständiger und sie ist näher bei den Leuten. Also die ist eine, die im Supermarkt sofort mit jedem ins Gespräch kommt und der es auch nie zu viel ist, wenn sie angesprochen wird. Also sie hat so dieses ganz Volksnahe, was bei Merkel nicht so stark der Fall ist. Okay, also, Ilka, wenn du das so hörst, auch jemand wie... Mir ist schwindelig im Kopf, ich frage mich auch die ganze Zeit, was Jeff Goldblum eigentlich jetzt so denkt. Ja, die eine geht zum Fasching, die andere geht nicht zum Fasching. Jeff Goldblum ist einer, von dem ich weiß, dass er politisch durchaus auch sehr, sehr interessiert ist, mit dem wir jetzt auch gleich darüber sprechen werden. Aber du, interessierst du dich auch für diese Debatten, auch für so einen Friedrich Merz zum Beispiel? Ich fand es interessant, jemand, der mal Sozialhilfe Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle. Ja, gern, kein Problem. Ihnen ins Wort falle, Herr Lanz, ja. Uns, wir, Sie, wir beide. Ich finde es interessant, dass jetzt schon die Diskussion, es wird jetzt schon diskutiert und ich kann Leute verstehen, dass sie schon keinen Bock haben, zur Wahl zu gehen. Ich habe schon wieder einen Politiker an meiner Seite. Ich bin heute ein bisschen ruhiger geblieben und ich hoffe, dass wir es nicht... Der Mann ist doch gut zu verstehen. Ja, ich mag ihn auch sehr gerne. Das Ding ist, man kann sie auch einfach nicht, sie sind... Ich wünsche mir mehr so eine Politiker, die auch einfach mal so ein bisschen auch einfach mal quatschen, mit dem man mal ins Wort kommen kann und sagen kann, wisst ihr was, das finde ich richtig kacke, das gefällt mir gerade gar nicht. Und mich interessiert nicht... Mich interessiert nicht, ob die da zum Fasching geht, ob die das toll findet oder nicht. Die sollen eine vernünftige Politik machen. Die sollen eine Politik machen, die für uns einfach... Ja, aber ob das jetzt, wie Sie sagten, eine Voraussetzung ist, dass man beim Karneval mal ein Kostüm anhat, ist ganz ehrlich, das ist überlastet den Profis aus dem Comedy-Bereich. Die sollen sich ein Kostüm anziehen. Wenn es nach Karnevalskostüm geht, dann wärst du heute Kanzlerin schon längst. Definitiv. Muss man einfach mal so stehen lassen. Ilka. Ilka Bessin ist bei uns, die ein tolles Buch nächste Woche veröffentlicht, eine Autobiografie. Biografie ist immer so, ich finde ja immer, wenn Sie eine Biografie schreiben, ich bin noch so relativ jung, da hört sich das, also nicht, dass Sie verstehen, das nicht, aber Sie haben so ein gesetztes Leben und ich bin da noch so Biografie, also es kommt ein Buch raus. Ich finde immer, es kommt darauf an, ob man was zu erzählen hat oder nicht. Und ich finde, du hast eine Menge zu erzählen. Abgeschminkt. Untertitel: Das Leben ist schön, von einfach war nie die Rede.
Ist ja auch so. Bringt es ja eigentlich auf den Punkt. Ja. Das Leben ist ja schön und es steht ja nicht zu Anfang irgendwo geschrieben, dass es einfach ist. Ja, ich habe, muss ich ganz ehrlich gestehen, selten etwas gelesen, was so, also teilweise fast schon schmerzhaft ehrlich war wie das. Naja, aber ich brauche kein Buch schreiben, wenn da Lügen drinstehen, das mag ich nicht. Ich glaube, da gibt es vielleicht auch einige von, aber meins sollte halt schon auch so Ehrlichkeit beinhalten. Das fand ich ganz wichtig. Aber wie lange überlegt man, wie weit man wirklich geht? Ich bin ja jetzt mittlerweile in so einem gesetzten Alter mit 47 Jahren. Und ich finde, da kann man auch, es gibt einige Leute, die gefragt haben, wie sieht's denn aus, willst du nicht mal ein Buch machen? Und dann habe ich gesagt, ah nee, doch, du hast so viel zu erzählen, wie du zu Cindy aus Marzahn gekommen bist, in Arbeitslosenzeit und auch, mach doch mal. Und dann habe ich gesagt, okay, wir haben einen tollen Verlag gefunden und ich habe eine tolle, also ich schreibe das ja nicht selber, da sitzt ja jemand mit mir zusammen, der das dann aufschreibt. Ja. Und die hat das mit mir geschrieben und das war großartig. Wie eine Therapie sozusagen? Wie eine Therapie gar nicht, weil ich habe ein tolles Leben und mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich über mich selbst sagen kann, dass ich ein wertvoller Mensch bin. Und das fand ich ganz wichtig, das auch in diesem Buch den Leuten mitzugeben, dass nicht immer alles toll ist, auch wenn man auf der Bühne steht, dass wir auch Krankheiten kriegen, dass wir auch mit Todesfällen zu tun haben. Gar dass keine es manchmal Frage. Auch einfach nicht rund läuft bei uns. Ne? Erster Satz in dem Buch, ich war die dicke, fette Arschbulette. Aber so war es ja an der Schule. Also es ist ja, heute wird das Thema Mobbing großgeschrieben. Das hatten wir damals aber auch schon. Gesundheit. Und es ist halt einfach so. Ich wurde damals halt auch gehänselt und musste mir relativ früh eigentlich so ein Rückgrat zulegen, was mein Vater mal gesagt hat. Okay, wenn du einen Zirkel in den Rücken kriegst, dann sieh halt zu, dass du ein Rückgrat bekommst. Und wehr dich. Natürlich nicht mit Prüge oder Schlägen, sondern guck einfach, dass du es hinkriegst. Aber warum warst du dieses Opfer, das du da beschreibst? Na, Opfer ist immer so. Ich hatte auch eine schöne Schulzeit, aber es war schon so, wenn du so ein bisschen der Außenseiter bist, wenn du eine Brille auf hast mit einem Pflaster auf einer Seite, dann auch dick bist und dann im Sport halt die Stange auch nicht als erstes Pflaster hochkommst. Pflaster wegen Schielen? Ein Auge irgendwie, nicht Schielen nicht, aber ein Auge konnte nicht so gut sehen, deswegen musste das andere angepasst werden. Und das heißt, das hat länger gedauert. Ja? Du hast länger eine Augenklappe sozusagen getragen. Eine Augenklappe nicht, ich hatte einfach ein Pflaster auf einer Brille. Ja. Aber guck mal, ist auch schön. Da ist kein Pflaster drauf, aber es ist auch so ein schöner Haarschnitt, wofür ich meine Mutter manchmal heute noch frage, warum. Ich stehe beim Fleischer am Laden und die Fleischfachverkäuferin fragt mich, ob der kleine Junge noch eine Wurst möchte. So ist immer so. Weißt du? Ja. Aber nochmal, du sagst, Opfer ist ein Wort, das ist mir dann ein Tick zu groß in dem Moment. Ich habe das so gelesen, also Hänseleien, Mobbing, du hast eben das Wort Mobbing in den Mund genommen. Also das ging schon über das Übliche, ein bisschen jemanden veräppeln, auf den Arm nehmen, deutlich hinaus. Wir kennen uns ja schon ein paar Tage, wir zwei, und auch ziemlich gut, würde ich sagen. Und dass da dieses verletzte Kind irgendwo ist, das habe ich bei dir immer gespürt. Das merkt Was jeder, aber auch immer Stolz hatte, das darf man auch nicht vergessen. Ja, ich hatte trotz allem immer Stolz. Und wie gesagt, trotz allem habe ich immer gelernt, dass man irgendwann Rückgrat braucht für bestimmte Situationen. Und auch mal zu sagen, nee, das dauert manchmal einen Moment, auch wenn man auf die Fresse fliegt, dauert es manchmal einen Moment, bis man zu dem Punkt kommt und sagt, so lasse ich nicht mit mir umgehen. Aber der kommt, der Punkt. Und das fand ich immer ganz wichtig. Und das habe ich gelernt durch meine Eltern, auch durch die Erziehung. Ja. Und die Flucht besteht dann darin, dass man merkt, okay, wenn ich nicht mehr das Opfer sein will, dann mache ich einfach einen Scherz, dann werde ich lustig und dann lachen die über mich. Das habe ich eine Zeit lang gemacht, genau. Bis mal irgendwann dann meine beste Freundin sagt auch heute noch zu mir, hör mal auf damit, weil manchmal, wenn irgendwas ist, dann mache ich mich selber so über mich lustig oder mache mich klein. Sagt die, warum machst du das? Hör mal auf damit. Weil es so drin ist, weil man einfach versucht, das dann so, so lustig zu machen, was aber gar nicht sein muss. Man ist ja ein toller Mensch, das heißt, egal. Da beleidigt dich jemand oder macht irgendeinen dummen Spruch über egal was. Du beschreibst das auch über Aussehen, über Figur, über was auch immer. Und du setzt sogar noch mal einen drauf, statt dem zu sagen, pass auf, das verletzt mich jetzt. Ja, klar, um nicht dazustehen und zu denken, damit man es auch einfach dem Gesicht nicht ansieht, dass es schon wehtut. Ich meine, heutzutage, wenn ich Kommentare bei Facebook gelesen habe, Zeitungsartikel, die über mich geschrieben wurde, wo teilweise drin stand, der dicke Obelix der deutschen Comedy-Szene, wo ich so immer denke, was ist los mit euch? Kritisiert das, was ich auf der Bühne mache, gerne. Aber warum, nur weil ich mich über mich selber lustig mache auf der Bühne, heißt es noch lange nicht, dass es jedem auf der Welt das Recht gibt, sich über mich lustig zu machen. Vielleicht war das ja gar nicht böse gemeint. Ne? Nee, aber... Aber das ist das Problem, was wir haben. Wir denken, wenn wir uns auf die Bühne stellen, oder ich bin dick, habe ich das Recht, mich über alle
sage ich jetzt mal, Randgruppen, ob da einer am Rollstuhl sitzt, blind, und mich darüber lustig zu machen. Das Recht hat keiner. Es gibt immer diesen Meter Abstand, Respekt, den du haben solltest. Und das finde ich ganz wichtig. Und den verlieren wir immer mehr, weil wir uns das Recht herausnehmen, zu sagen, du in der ersten Reihe, du hast eine doofe Brille, du siehst kacke aus. Nein, das Recht hast du nicht. Du schaust auch, das ist ein zweiter, wirklich faszinierender Teil dieses Buches, du schaust ganz ehrlich und wirklich radikal auch auf dich selber und erzählst davon, wie du dich selber verändert hast. Also was mit dir plötzlich passiert ist, aus der ehemaligen Arbeitslosen geworden ist, die, das haben wir schon mal drüber gesprochen, so am Boden war, dass sie eigentlich irgendwann beschlossen hat, ich stehe jetzt gar nicht mehr auf und vielleicht nehme ich mir auch irgendwann das Leben. Das war alles denkbar in deiner Welt. Der springende Punkt ist, was viele, also du kommst aus dieser Hartz-IV-Zeit und stehst auf der Bühne und es kommen Leute zu dir, es sitzen Schauspieler nebenein, die sagen, oh, super lustig. Das ist so toll, was du machst. Du hast, ich habe ein Konto, meinen ersten Kontoausdruck habe ich meiner Mutter geschickt, die musste sich hinsetzen. Man darf es nicht vergessen, du verdienst am ja Anfang damit, des Erfolgs. Verdienst ja damit auch gutes Geld. Und dann stehst du da und um dich herum stehen 10 Leute und alle sagen, boah, du bist so lustig, du bist so toll. Und irgendwann kommst du in den Raum rein und denkst, Leute, ihr könnt echt froh sein, dass ihr meine Luft atmen müsst. Weil das ist, man kriegt dieses, man hat ja plötzlich ein ganz anderes Umfeld. Man ist so überfordert, man kann damit nicht umgehen. Man verändert sich natürlich, weil man andere Leute kennenlernt. Man ist auf Tour, wo sind die normalen Freunde, die man vorher hatte? Plötzlich geht es um Geld. Kann ich mir was? Also das war schon, für mich war es extrem schwierig. Weil man ja auch manchmal dann auch nicht die Leute an der Seite hatte, die es gut mit einem meinen. Man will ja auch dann mit einem Geld verdienen, darf man auch nicht vergessen. Also es ist ja auch eine Maschinerie, die dahinter steht. Ne? Ja, und man will ja die Leute auch nicht mehr unbedingt haben, die dann ehrlich zu dir sind und die sagen, pass mal auf, Ilka, das war aber voll daneben, was du da gerade gemacht hast. Wenn dir 20 andere Leute sagen, dass du toll bist, dann willst du den einen nicht hören, der sagt, genau, reiß dich mal, du bist nicht der Mittelpunkt der Erde. No, das ist dann immer schwierig. An welchem Punkt hast du das für dich selber gemerkt, dass du da drüber gegangen bist? Ich habe das Management gewechselt. Muss man, du kennst den Sascha sehr gut. Und, Sascha ist ja nicht ein Manager für dich, sondern das ist mehr ein Freund. Er gehört zur Familie. Also ich finde, es ist, du brauchst in der Branche auch wirklich jemanden, der dann auch einfach, auch seine Familie, die dann auch einfach mit jetzt zu meiner Familie gehören, um nochmal das Wort Familie ins Spiel zu bringen. Das ist ganz wichtig, dass ich dann irgendwann jemanden gefunden habe, der gesagt hat, du pass mal auf, wir beide gehen jetzt gemeinsam diesen Weg, aber jetzt mal einen Ball flach halten. Ne? Nicht einfach im Meeting aufstehen. Ja. Außen, ich habe mich mit Leuten getroffen, ein ganz wichtiger Termin, bin einfach aufgestanden, weil mir die Quatsche nicht gepasst hat. Da sagte der, das kannst du nicht machen. Also Gespräch, man trifft sich und es geht eher um Termin, dich und um neue Pläne und so weiter. Genau, neue Pläne, was machen wir? Und dann habe ich gedacht, nee, ach, es interessiert mich gerade nicht so. Ich bin aufgestanden gegangen. Da sagt er, das machen wir das nächste Mal nicht, weil ist nicht so gut. Und du lernst dann mit der Zeit halt schon zu gucken und auch mal auf jemanden zu hören, wo du halt merkst mit der Zeit, dass das gut mit dir meint. Wann hast du für dich gemerkt, das muss ich jetzt annehmen? Ich meine, zu einer früheren Phase hättest du wahrscheinlich gesagt, pass mal auf, du warst bis genau heute mein Manager und ab morgen bist du es nicht mehr. Nee, das war nie so. Also wir haben immer gesagt, wir gehen im wahrsten Sinne des Wortes durch dick und dünn. Das machen wir seitdem auch und das finde ich auch gut so. Aber es ging natürlich so bei mir. Und irgendwann kam der Punkt, dann war Theater nicht mehr verkauft, ne? Quoten waren nicht mehr so toll, Eintrittskarten, da wurden schon mit Vorhang irgendwie das Theater zugehangen, weil da ein paar Plätze nicht verkauft wurden. Und da merkt man schon, dass es vielleicht doch nicht so gut ist oder dass man dann doch auch, Leute wollten mit einem nicht mehr zusammenarbeiten und da hat man dann schon gemerkt, okay, ist vielleicht doch nicht so alles so cool, wie du das so machst, fang mal an zu überlegen. Dann kam irgendwann dann die Krankheit von meinem Vater dazu. Und als ich das erfahren habe, habe ich dann für mich auch einfach so gemerkt, dass manche Dinge auch einfach nicht so wichtig sind, sondern dass man einfach gucken sollte, was wichtig ist vor allem im Leben. Mein Papa ist an Demenz erkrankt. Reden wir auch gerne noch gleich einen Satz darüber, weil ich das Bild da gerade sehe, Ilka. Diese Figur, diese ganze Klamotte, der Jogginganzug, das ganze Ding, was war das? War das eine sichere Wagenburg, in die man sich zurückziehen konnte? Zu Anfangs war es für mich einfach so, dass ich nicht überlegen wollte, weil ich mir abends anziehe. Ne? Also ich hatte keinen Bock, mir Gedanken zu machen, wie machst du die Haare, wie siehst du aus, was ziehst du an, sondern Jogginganzug, Perücke auf den Kopf, raus und Leute zum Lachen bringen. Ich wollte immer Leute zum Lachen bringen, ich wollte keinen verletzen, ich wollte nicht irgendwie, und das habe ich auch gemacht und ich hatte so viel Spaß dabei und habe dann aufgehört, als ich gesagt habe, manchmal fehlt mir der Spaß, wenn ich rausgehe. Es kam natürlich, wie gesagt, die Krankheit noch dazu, da hattest du dann eh andere Sachen im Kopf.
Und ich habe dann für mich einfach beschlossen, nach 10 Jahren, dass ich damit aufhöre, weil wir hier irgendwann mal saßen. Und hier in der Sendung, ne? Hier in der Sendung. Und nach dieser Sendung habe ich gedacht, das geht nicht mehr. Ich habe zu viele Sachen, die ich sagen möchte, auch im politischen Bereich, wo man halt ein Statement so abgeben möchte. Weil wir, wenn wir die Bühne nutzen, sollten wir auch einfach diese Bühne als Plattform nutzen, um einfach mal zu sagen, was nicht rund läuft, auch in diesem Land. Klar. Dazu haben wir die Stimme, dazu können wir rausgehen und das sagen. Und wir haben die Öffentlichkeit auch dafür. Weil du, ich frag das deswegen nach der Wagenburg, weil ich bin über so einen Satz gestolpert, der sinngemäß so geht, ich habe meine besten Auftritte immer dann hingelegt, wenn es besonders mies gelaufen ist. Wenn aus der Familie besonders schlechte Nachrichten kamen. Wenn schlechte Nachrichten kamen, du sitzt in der Garderobe und weinst, dann haust du dir das Make-up ins Gesicht, mit der Mama telefoniert, läuft alles nicht so, wie es sein sollte, gehst auf die Bühne und ich hatte keinen, ich sag's mal so, wie es ist, der mir auf den Sack ging. Ich hatte Leute vor mir zu sitzen, wo ich wusste, dass, glaube ich, 70% der Leute im Publikum genauso damit zu kämpfen haben, dass jemand krank ist, dass jemand gestorben ist, dass es denen nicht gut geht, Job verloren. Und ich wollte einfach, dass die 3 Stunden einfach mal Bock haben auf was Lustiges. Und das haben wir dann gemacht. Aber ich habe auch geheult auf der Bühne. Also das ist, kam auch. Wirklich geheult? Ich habe geweint auf der Bühne, als meine Eltern sind, wir sind immer zusammen zu so einem Flughafen gefahren, zu so einem Flugplatz. Da haben wir mal Mittag gegessen, Kaffee getrunken sonntags. Und da gab es immer Mondkuchen. Und diese Leute, die dort gearbeitet haben, kamen an eine Show, da ging es meinem Vater schon sehr schlecht, und brachten, und irgendwann brachte er Sicherheitsmann. Ich sage, was ist denn in dem Karton? Sagt er, Kuchen. Ich so, wie, was für? Nehmen den, sie den Mondkuchen, macht den Deckel auch dran drin, so, ja, zur lieben Erinnerung, weil ihr nicht mehr so oft kommt. Und da habe ich geflennt auf der Bühne, weil ich gedacht habe, wie cool ist, dass Leute hinkommen zu mir mit dem Mondkuchen. Und da habe ich einfach 10 Minuten gesessen, habe irgendwann gesagt, du musst ja auch die Kurve kriegen, ne? Du bist ja in einem Comedy-Programm, stehst du. Ja, die Leute haben bezahlt dafür, dass du sie zum Lachen bringst. Dass ich sie zum Lachen bringe und nicht, dass sie mir beim Heulen zugucken. Habe irgendwann gesagt, bring mir mal einen Löffel, ich muss jetzt halt diesen Mondkuchen, ich sag, muss mich erst mal beruhigen. Habe denen dann aber auch die Geschichte erzählt. Und dann war Stille kurz. Dann habe ich einen Witz erzählt und dann ging es weiter. Die Leute nehmen dich mit auf diese, oder begleiten dich auch für den Moment auf diese Reise und nimmst dir nicht übel, wenn du mal aus der Rolle trittst und einfach auch mal dastehst und sagst, boah, mir geht's gerade echt beschissen. Dein Vater, Ilka, gibt eine Szene, du beschreibst, wie dein es gibt ein Telefonat, in dem dir deine Mutter erzählt, dass deinem Vater etwas passiert ist, was ihm als Lkw-Fahrer sowieso, also als professionellem Fahrer, nie passiert ist. Ist bei Rot über eine Ampel gefahren. Ich habe ja irgendwann zu meinen Eltern gesagt, dass ich möchte, dass die in Rente gehen. Ganz klar, weil ich wollte halt, dass die noch ein bisschen reisen. Die sollten nur reisen, die nicht irgendwie auf die Malediven oder so, sondern die wollten immer an die Ostsee. Da habe ich gesagt, dann fahrt an die Ostsee, da ein Hotel. Die hatten einmal ein Hotel, wo die hingefahren sind. Irgendwann nach dem dritten Mal, wo die da hingefahren sind, rief mich meine Mutter an und sagte, Papa ist jetzt 2 Mal bei Rot über die Ampel. Da habe ich gesagt, ja, hat er die Ampel nicht gesehen oder so, wie man denn halt so, ja, ist mir auch schon passiert. Also, und dann sagte sie, nee, irgendwas stimmt da nicht. Und er war dann irgendwann beim Arzt und dann sagte die Ärztin von ihm, weil er hat den Ausgang von einer Arztpraxis nicht gefunden, die Tür nicht, wie er rauskommt. Und war völlig überfordert. Und dann sagte die Ärztin, lassen Sie mal untersuchen. Und dann sind wir nach Berlin in die Charité, haben ihn untersuchen lassen, auch noch von einer zweiten Ärztin. Er musste dann 3 Tage in die Charité, war dort. Und dann habe ich ihn abgeholt und dann saß eine Ärztin vor mir, die sah aus wie 21. Ich dachte so, wer ist denn das? Ich dachte, es ist eine Schwester oder so. Und dann fing die an und sagte, nee, ihr Papa ist krank und da funktioniert ein Nerv nicht und ja, Demenz und so. Und ich guckte und habe nur die ganze Zeit überlegt, was erzählst du mir denn gerade? Du bist doch gerade erst 12. Und war so wütend, weil ich dachte, das ist doch keine richtige Ärztin und das kann doch ja nicht sein. Und da sind wir nach Hause gefahren. Und es ging relativ schnell. Und er hat die ganze Zeit mir die Strecke erklärt, hat mir aber gar nicht zugehört, was ich ihm erzählt habe. Ich habe immer gesagt, komm, das kriegen wir hin und es wird schon und ich liebe dich und so. Und er ist aber, hat immer, ja, du musst jetzt links fahren, dann musst du rechts, dann musst du die Straße runter. Und das war für mich so, dann bin ich nach Hause gefahren. Und dann habe ich zu meiner Mutter in einem Gespräch gesagt, jetzt beginnt für uns der lange Weg des Abschieds. Und so war es auch. Hat der Vater das mitbekommen? Mein Vater hat es zu Anfang noch mitbekommen. Mhm. Er saß bei der Ärztin und sie hat gefragt, wissen Sie eigentlich, was mit ihm passiert? Und dann hat er gesagt, ich fange an zu vergessen. So. Und diese Stelle ist eine der besten Stellen in dem ganzen Buch, finde ich. Weil es genau um diese Frage geht, was kriegen die Leute eigentlich noch mit? Und ich glaube, das ist zumindest für mich die Lehre aus dieser Geschichte. Wir müssen die Leute da ernst nehmen und wir können ihnen auch Wahrheiten zumuten, weil die wissen es in Wahrheit längst selbst.
Aber es ging relativ schnell. Der hat nach einem halben Jahr aufgehört zu sprechen. Er war ja dann noch viele Jahre im Heim. Er hat einfach, das war das Schlimmste für mich. Er hat nicht mit mir geredet. Ne? Mhm. Also du kommst dahin. Wir haben dann auch angefangen, einfach natürlich fängst du zu Anfang an. Du bringst Bücher hin und willst noch mal mit ihm lesen oder das. Aber er kann es halt einfach nicht mehr. Das ist so. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich sage, weißt du was, Mama, wir fahren dahin. Wir machen uns jetzt mit ihm eine schöne Zeit. Und ob der da jetzt, kann der noch ein zweites Stück Kuchen essen? Nein, gesagt, wissen Sie was? Ich sage, ich weiß nicht, wie lange mein Vater noch hat. Aber wollen wir ihm jetzt das zweite, weil er war zuckerkrank, wollen wir ihm jetzt das zweite Stück Kuchen noch? Das sind so Unwichtigkeiten. Wir wollten einfach, dass der für den Moment, der ist im Gespräch, ich habe mich mit ihm, ist der aufgestanden, hat sich da drüben hingesetzt. Damit musst du umgehen können. Absolut. Das macht er nicht, weil er dich hasst oder weil er dich doof findet, sondern er weiß es halt nicht mehr. Bis zu welchem Zeitpunkt hat er dich noch erkannt? Was das Krasse an der, werden einige wieder sagen, oh, das hat hier, und nee, der hat immer gesagt, wenn ein Arzt zu ihm kam und der noch halbwegs irgendwie, wissen Sie, wer ich bin, dann hat er mal gesagt, Sinios Marzahn. Ob es der Arzt war, die Schwester war, ob ich es war, meine Mutter, das hat er relativ lange noch gesagt. Und das war für mich, ja, das war süß, hört sich, weil es ja ein erwachsener Mann, aber mich hat es ganz stolz gemacht. Und für mich war es auch süß, weil ich immer gedacht habe, guck mal, das vergisst er nicht. Es gibt ja ganz viele schöne, berührende oder süße Momente, auch mit Menschen, die an Demenz erkranken, ne? Ganz, ganz viele. Weil es da wieder so eine Kindlichkeit plötzlich im Leben gibt. Kindlichkeit, aber ich finde es auch wichtig, dass man irgendwann auch gehen lässt. Ne? Dass man, ich habe für mich einfach gelernt und ich kann das jedem nur nahelegen, dass man das so genießt, die Zeit noch, und es sich so schön mit demjenigen macht. Nicht, dass man irgendwann am Grab steht und sagt, hätte ich mal. Weil solange du dastehen kannst, verabschieden kannst und sagen kannst, ich hab, hast du alles richtig gemacht. Ihr habt euch ausgesprochen, über alles ausgetauscht, auch die Dinge, die da früher waren. Für mich war es wichtig, dass beide mitbekommen haben, meine Mutter ist ja noch da, dass die auf Tour mit waren. Ich wollte halt, dass meine Eltern haben gesagt, wir sind so stolz. Und mein Vater saß immer am Mischpult mit meiner Mutter, mit der Crewjacke, und ist zu den einzelnen Programmen gekommen. Und es war mir ganz wichtig, dass er auch gehen kann. Und er weiß, aber ich weiß nicht, ob er, aber ich denke mir einfach, dass er weiß, dass Mama sicher ist und dass sie in Obhut ist und dass ich mich darum kümmere und dass er in Frieden gehen kann. Das finde ich ganz wichtig. Für mich fand ich das. Ja, das Gefühl, dass Kinder versorgt sind. Ne? Darum geht es ja auch. Tolles Buch. Aber auch, dass Eltern versorgt sind. Also ich habe für mich halt beschlossen, egal was war an der Kindheit, da gab es einen Schlussstrich, da gab es eine Entschuldigung, dann war die Sache für mich durch. Aber es ist meine Verpflichtung als Tochter und als Kind, dafür zu sorgen, dass es meinen Eltern gut geht. Und das ist meiner Mama jetzt richtig. Ich bin total bei dir. Ich habe heute oft das Gefühl, da wird vieles sozusagen immer, weil hier der ehemalige Arbeitsminister sitzt, einfach dem Sozialminister sitzt, an den Staat delegiert. Also wir rufen da ganz schnell immer nach dem Staat. Und ich habe oft das Gefühl, also manches müssen wir auch selber regeln. Also wir als Kinder, da sind wir auch wirklich absolut in der Pflicht. Ilka, du bist ab Februar auch auf Tour. Abgeschminkt heißt das Programm? Genau, das im heißt, Januar läuft es aber schon, es geht schon teillos auf Netflix. Ich durfte mit Netflix zusammenarbeiten. Die haben einen Teil meines Solo-Programms aufgezeichnet. Dann geht es auf Tour demnächst jetzt mit dem Buch. Und ab Februar geht es dann mit dem Solo-Programm. Oh Gott, ich habe so viel zu tun. Herr Blüm, kommen Sie mich mal besuchen. Ich würde mich mal freuen, wenn Sie mal vorbeikommen. Das wäre auch ohne Kuchen. Ohne Kuchen sind Sie. Ich habe immer genug im Kino zu stehen. Ja. Und da gehen wir ab Februar auf Tour. Und hast ein bisschen Bammel vor dieser Situation? Nicht mehr im Jogginganzug, sondern plötzlich auf eine Art und Weise nackt in einem übertragenen Sinn. Oh Gott, nackt ist auch schön. Stell dir mal vor, nackt. Oder ich stehe morgens manchmal vor dem Spiegel und denke mal, warum sieht der Körper aus wie ein Berg Wäsche? Und möchte man nicht. Oh, ist auch so vereinzelt. So, oh Gott, die Arme. Ich bin abgeschminkt dann auf der Bühne, klar, weil jetzt fürs Fernsehen machst du natürlich Make-up, weil auch selbst das mir einfach zu anstrengend ist, sich da eine Stunde vorher hin und andolieren. Ich habe ein paar Auftritte schon gehabt als Ilka Bessin für den Quatsch-Comedy-Club. Und in den Wühlmäusen durfte ich eine Show moderieren. Es funktioniert. Und die Leute haben mich herzlich empfangen, so wie ich es aber auch vom Publikum, das hört sich so doof an, gewohnt bin, weil die verzeihen dir sehr vieles, aber du musst auch geben. Und das finde ich, ich glaube, da kriege ich ganz gut die Kurve. Das ist, was die Engländer immer sagen. Ne? Die wollen sehen, dass du dich anstrengst. Ja. Und der Rest ist eigentlich fast egal. Ja. Ilka, danke dir sehr herzlich. Danke. Tolles Buch und tolles Programm, freuen wir uns drauf. Jeff Goldblum ist heute bei uns zu Gast, den wir noch mal sehr herzlich begrüßen. Einer der ganz großen des Schauspielfachs.
Jeff Goldblum kommt gerade aus den USA, lebt das Leben eines Hollywood-Stars, der bedroht war von den Bränden. Und wie wird in Amerika aufgenommen, dass jemand wie Donald Trump sagt, wir müssen das machen wie die Finnen, wir müssen das Laub besser rächen, dann wird das auch besser funktionieren mit den Waldbränden? Okay. The answer to that is obvious. It's not worth our time, our breath, or further. Meine Geste gibt die Antwort. Comical derision. Das geht in den Bereich Komik. Das funktioniert ja überhaupt nicht. Das ist eine traurige Komik. Und die Tragödie dieser fürchterlichen Klimaveränderungen mit diesen Folgen dann auch, die kann man nicht ignorieren. Ich tue alles, um dagegen zu kämpfen und wende mich dagegen und sage, die Wissenschaft hat das und das herausgefunden. Persönlich ja, kenne ich Leute, die in Paradise ihre Häuser verloren haben oder in Malibu, westlichen Rand vom Los Angeles, Independence Day Wiederkehr mit diesem großartigen Emmerich, meinem Freund. Ich denke an ihn und an alle, die da so getroffen wurden, westlich von Los Angeles und nördlich. Und ich hoffe, wir werden das überstehen. Ich trauere mit denen. Wenn man diese Bilder sieht, es ist wirklich beklemmend, das zu sehen. Lass uns über die schönen Dinge sprechen. Wenn man Jeff Goldblum sieht und diese Augen sieht, dann weiß man, warum dieser Mann Schauspieler geworden ist. Stimme. Die Stimme, die Augen, Stimme, einfach eine alles. Stimme, nehme ich so. Ja, ich muss auch sagen, nachdem ich die Fliege gesehen hatte, habe ich die Stubenfliege Puck bei Biene Maya mit völlig anderen Augen gesehen. Also, muss man wirklich sagen. Und daran ist Jeff Goldblum unter anderem schuld. Woher kam das, Jeff, dieser Wunsch, Schauspieler zu werden? Wann ging das los? Oh, that's a good question. Gute Frage. Ich hatte irgendwann eine verrückte Vorstellung, als ich 10 war. Mein Vater hat gesagt, wenn du was findest, was du wirklich mit Liebe und Leidenschaft tust, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Triff deine Berufswahl so. Und ich hatte diesen Gedanken sehr früh. Ich habe in der Schule mitgespielt, in einer Schauspielertruppe, hatte dann die Idee, habe mich festgeklammert. Und das wurde dann irgendwann zur Obsession und ich habe es nie losgelassen. Das war einfach da. Ich wusste, was ich wollte. Den Eltern, ich habe das für mich behalten. Ich habe es keinem gesagt. Ich war nur fasziniert davon und bin reingekommen irgendwann sehr schnell und blieb dann drin, so doing, learning by doing, über Jahrzehnte das Schauspielern erstmal gelernt. Ich bin jeden Tag dankbar. Und stimmt es, dass Sie morgens in der Dusche an die beschlagene Duschwand geschrieben haben, lieber Gott, lass mich bitte Schauspieler werden, dein Jeff? Ja, in der Dusche. Da muss ich so 15, 16 gewesen sein, als dieser Gedanke wirklich angefangen hatte, in mir zu fressen, zu lodern. Aber es war ein Geheimnis. Keiner wusste das. Also habe ich das in der Dusche mit dem lieben Gott abgemacht, dran geschrieben auf die Scheibe. Lass mich Schauspieler werden. Ja, da seht ihr mich. Ja. Ich mochte James Bond. Ich muss da gerade einen Bond gesehen haben. Sean Connery in Goldfinger. Die Ähnlichkeit ist verblüffend, wirklich. Ja. Sensationell. Und warum haben Sie das keinem gesagt? Warum schreibt man heimlich an die beschlagene Duschwand, lieber Gott, lass mich Schauspieler werden? Warum spricht man mit keinem darüber? Das ist eine gute Frage. Mir war das peinlich. Das hieß für mich, wenn du das werden willst, bist du irgendwo extravagant, hältst dich für den King. Mein Vater war Arzt, das war in Pittsburgh damals, da machte man das nicht. Das habe ich für mich behalten. Heute weiß ich, wenn du da mal versuchst zu spielen, dann kommen die Dinge, die du geheim bewahrt hast, aufgrund ihrer Privatheit, wirklich stark und mächtig. Vielleicht war das bei mir so. Waren Sie ein schüchterner Mensch? Oder einer, der sich gerne produziert hat? Ich meine, das James-Bond-Foto jetzt mal in allen Ehren. Aber waren Sie immer der, nach vorne ging? Oder der heimlich so für sich gesagt hat, ich mach das irgendwann, aber ich bin eigentlich zu schüchtern dafür? What do you mean? Waren Sie schüchtern als, schüchtern ja, als Kind? Bin? Schüchtern? Schüchtern, als Kind? Scheu? Als Kind? Yes. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ich war ein schüchternes, scheues Kind, der Brave in der Schule. Ich habe dann irgendwo versucht, meine Freiheit und meine Ruhe zu haben, meine Emotionen zu leben.
Ich dachte immer, das darfst du nicht. Du darfst nichts, das geht nicht, das geht nichts. Und dieser Gedanke Schauspielerei, ich dachte irgendwann auch mal, das muss ja ein Vehikel sein, das mich spielen lässt, das mir den Weg zu meinem wahren Ich zeigt. Eine Authentizität. Und ich spürte, dass sich da was entfalten wollte. Und dann natürlich der Kontakt mit Menschen. Ich mag wirklich, hatte ja ein paar Theatererfahrungen gemacht. Heute weiß ich, dass sie das fast alle gemacht haben. Jeff Goldblum gilt als legendäre Flirtmaschine. Ist das richtig? Wie haben Sie... Doch. Glaub ihm nichts. Wie war das? Nein, schon mal gar keine Maschine. Leider war ein großer Flirter. Groß gar nichts, bei gar nichts. Aber wenn das so erscheinen könnte irgendwann mal, dann liegt das vielleicht daran, dass ich vor Neugier platze. Ich interessiere mich für Menschen, Männer und Frauen. Frauen natürlich immer so ein bisschen eine magische Faszination, keine Frage. Vielerlei Art, nicht wahr? Aber nee, ich interessiere mich für Leute. Ihr seid ganz kurz davor, euch Zettel auszutauschen. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Er ist total nett. Also es gibt ja manchmal hat man und der ging hinter der Bühne, lief er dann so, hallo, total nett. Und man denkt so, boah, ist einfach nett. Das ist auch einfach mal ein Schauspieler. Sie sind natürlich auch nett, Sie auch. Nicht verkehrt verstehen, aber es ist immer so, man sitzt dann da so und denkt so, ich sag's halt so, was für eine coole Socke. Er ist einfach cool. Und das ist so unanstrengend. Ja. No? Also eins kann ich euch sagen, eins weiß ich. Mir wurde das immer klarer. Ich glaube an die Macht der Frauen. Und ich habe einen tiefen Respekt vor ihnen. Dieses schöne, mysteriöse, attraktive, brillante, die Power der Frauen. Daran glaube ich. Ja. Stimmt es, dass Sie Ihre Frau kennengelernt haben oder rumgekriegt haben mit einem Tanz ohne Musik? Dancing without any music? Ja. Tanz ohne Musik? Ich? Also ich sprach über die Macht der Frauen. Vor 7 Jahren bin ich ins Gym, wo ich jeden Tag mein Workout gemacht habe. Und sie war Olympiasportlerin, rhythmische Sportgymnastik für Kanada im Olympiateam. Ich habe die gesehen und die macht immer noch so Sachen. Luftakrobat, Schlangenfrau und so. Also ich rein in das Gym, habe sie daran dabei gesehen und fand sie unwiderstehlich. Aber auch innerlich. Als Person ist sie so limbo, stark, irre. Aber da war sofort was, ein Funke. Dann habe ich gesagt, komm doch mal mit zum Jazz. Und sie hat dann auf meinem Klavier getanzt. Zu meiner Musik. Das fand ich eher spontan. Okay. Das hat sie für mich gemacht, habe ich mir eingebildet. Jetzt verstehe ich. Dann war das vielleicht eine der anderen Frauen, von denen ich gelesen hatte. Also das mit der Frau war auf dem Klavier, das habe ich jetzt verstanden. Jeff, wir schauen einmal ganz kurz rein. Diese Gabe, so mit dem Gesicht zu arbeiten, hat sie zu einem der ganz, ganz großen Schauspieler gemacht. Und es ist eine kleine Auswahl, aus der aber klar wird, Jeff Goldblum macht die ganz großen, die Blockbuster, aber dann auch immer wieder sozusagen die Feinkostabteilung. Schauen Sie mal. Super. Toll. Das sehe, denke ich immer, ich versuche mein Bestes zu geben. Ich bin auch ein Spätentwickler, ein bescheidener Lernender. Aber man kann nicht gut spielen in einem Film, wenn man nicht einen guten Regisseur hat. Das musst du dir suchen. David Cronenberg, über den könnte ich den ganzen Abend reden. Steven Spielberg, Roland Emmerich, Taika Waititi, also, und Wes Anderson natürlich, ein Genie. Ich hatte so ein Schwein, nicht nur weiterspielen zu können mit solchen Regisseuren.
Und jede Menge gute Schauspieler um mich herum. Stimmt es, dass Sie, gibt da viele Szenen, die, ja, viele Szenen, die richtig Kult geworden sind, aus Jurassic Park vor allen Dingen. Stimmt es, dass Sie statt Selfies manchmal mit Fans Szenen kurz nachspielen und aufnehmen? Yes. Yes. Ja. I do. People. Stimmt. Die Leute wollen natürlich ein Bild, aber die wollen dann auch, dass du sagst, Hallo zu meiner Mutter oder kannst du mal die Spiele mit, die Szene mit mir spielen und streck mal deine Hand aus, machen wir die Szene, wo du so gemacht hast, Tropfen Wasser, in welche Richtung wird er jetzt rollen, solche Sachen, ne? Mach ich denen dann zu Gefallen. Tut mir leid, war nicht so gemeint. Auch eine ganz berühmte Flirt-Szene übrigens aus Jurassic Park, ja. Damit hat er sie in Jurassic Park rumgekriegt. Funktioniert das auch im echten Leben eigentlich? What do you mean? Was meinst du jetzt? Well, nothing works in real life. There's nichts like funktioniert said, im wirklichen Leben. Ich habe auch sowas nie gemacht. Also in diesen Interaktionen mit den Menschen, das ist im Film. Das Einzige, was wirklich funktioniert, ist Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit. Egal in was für eine Art von Beziehung, zu welchem Zwecke man gleich was unternimmt. Es ist ein bisschen gruselig, wenn man in einer Bar sitzt und er kommt an und tropft dir Wasser auf die Hand. Da wüsste ich nicht so, ob ich denken würde, mit dem gehe ich heute noch mit oder vielleicht laufe ich auch einfach. Möglicherweise schon. Ich glaube, wenn er das macht, dann funktioniert das. Jeff, wir wollen gleich möglicherweise noch ein bisschen Musik hören. Ich wusste das nicht, dass Sie dermaßen tief in der Welt des Pianos drin sind. Wann hat das angefangen? Also dieser Wunsch, Musik zu machen, selber Piano zu spielen. Und ich wusste nicht, wie gut Sie wirklich sind. So, thank you. Along the, das ist ganz lieb. Aber etwa zur selben Zeit, als ich beschloss, Schauspieler zu werden, mit 10, habe ich angefangen mit Klavierunterricht, Jazz gelernt und habe mich total hoffnungslos verliebt. Nur nie daran gedacht, daraus eine Laufbahn zu machen. Aber in New York, als ich anfing, Schau zu spielen, war immer das Klavier dabei, habe ich eingeschleust in den einen oder anderen Film. Und vor 30 Jahren kam mir der Gedanke, ich brauche eine Band. Ich muss spielen regelmäßig. Und immer, wenn ich nicht arbeite, machen wir das einmal in der Woche. Und das hat sich entwickelt, Dimensionen angenommen und bei diesem Tor Ragnarok, Tag der Entscheidung in London, war einer dabei. Und dann kamen die Leute von Decca, da habe ich gespielt auch und da kam dann einer und sagte, wir machen vielleicht doch mal ein Album mit ihm. Die kamen aus Los Angeles, Larry Klein, großer Produzent, hatte dann die Idee. Und Till Brönner war dabei, der riesengrößte Trompeter der Welt, der deutsche Till Brönner. Der ist morgen Abend dabei im Admiralspalast in Paris, wenn wir auftreten. In Berlin, ne? Genau. Ja, in Berlin. Und super. Unsere ganze Band wird da sein. Wir haben vor einem Jahr etwa das eingespielt und jetzt sind wir damit da. Wir können mal ganz kurz reinschauen. Sehr schönes, sehr entspanntes Jazz-Album. Bitteschön. Play me something sweet, won't you, Jeff? What? Can you play me something sweet? Yeah, a D, a bouncy D. Okay, cool. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby, he just cares for me. My baby don't care for the cars and races. My baby don't care for. Wow. Super. Stimmt es, dass Sie wirklich jeden Tag morgens um 5:30 aufstehen, um Klavier zu üben? Ja, ich habe jetzt ja zwei kleine Jungs, und demnächst auch drei. Und um 7:30 bin ich auf, ziehen wir uns an und da sind sie.
Dann kriegen die ihr Frühstück. Ich bin sehr diszipliniert. Ich möchte die Hausaufgaben vorher machen. Wenn die aufstehen, will ich vorher eine Stunde Klavier gespielt haben. Deswegen gehe ich so früh raus. Auch mein Workout, bevor die Kinder kommen, also sehr früh. Aber natürlich schlafe ich auch gerne aus. Aber die Kleinen sind ein solches Glück, da vergisst du das. Ich wollte gerade sagen, was für ein schönes Bild, oder? Dass Ihnen, ein Glück, das Ihnen relativ spät widerfahren ist. Ne? Wie alt sind die Kinder? Well, they, how old are the kids? Yeah. They are Charlie Ocean, who's Charlie with Ocean, the long hair, sucking his two fingers. It's den langen Haaren, der an seinen zwei Fingern lutscht, ist drei und ein paar Monate. Und River Joe ist der ganz Kleine. Der ist jetzt 19 Monate. Yeah. Das Bild ist ein paar Wahnsinn. Monate alt. So schön. Jeff, großartiger Schauspieler, ganz, ganz toller Musiker. Hören wir gleich noch was? Haben Sie Lust, ein bisschen für uns Klavier zu spielen nachher? I always feel like playing, but I, instead of performing or anything, yeah. You and I should play, because I know aber you wir play. Zusammen spielen, nein, 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 weiß, dass du auch spielst. Okay. Okay. Yeah, now. You play with it. I'll show you. Watch this. Machen Mr. Blum, come on. Wir machen das so. Ich komme einfach mit und setze mich einfach nur daneben und guck ein bisschen zu. Ja? Wollen wir das so machen? Watch this, I'll show you something. Here, sit next to me, I have an idea. You may even know this song. Here, sit here. Den Song kennst du vielleicht. We'll do it. Bestimmt nicht. I'll play the, do you know, here it is, I didn't tell you before. Do you ich hab's vorher nicht erzählt, Heart aber weißt du das? Heart and Soul. So here's how it goes. Okay. So geht das. You could learn it quickly. It goes, you know, this thing, a lot of kids know this, you know. Kinderspiel. Kinder lernen das auch. That's the song. Do you know? Yeah. Nein. So geht der Song. Ist egal. Wir spielen trotzdem. Sorry. Okay. So, now you, if you dig that rhythm, go now. That go. Yeah. Oh yeah. Yeah. Gäste waren. Morgen sehen wir uns wieder. Jetzt die Kollegen von Leute Plus. Dankeschön. Mille grazie, bello.